Moin Leute, und heute zeige ich euch wieder mal einen Solo Unlimited Money Glitch mit Bypass. Und Leute, dieser Money Glitch ist wirklich mega krass, Leute, denn es gibt zwei Varianten von diesem Money Glitch. Einmal, wo ihr ein iFood-Kennzeichen braucht, und einmal, wo ihr keinen braucht. Also dieser Glitch ist wirklich für alle, die ein Auto duplizieren wollen und richtig Cash machen wollen. Aber was braucht ihr denn für diesen genialen Glitch? Als erstes braucht ihr natürlich ein CEO-Gebäude. Dieses Bürogebäude inklusive mindestens einer Firmengarage. Und die Firmengarage braucht auch noch die hauseigene Tuning-Werkstatt. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig, Leute. Und außerdem braucht ihr in dieser Firmengarage natürlich das Fahrzeug, was ihr euch duplizieren wollt. Mein Tipp, nehmt ein Bennys Auto, am besten auch noch der LG Retro Custom. Aber wenn ihr sonst ein Auto duplizieren wollt, das Auto im Internet nicht mehr als 100.000 Dollar kosten, denn sonst bekommt ihr die berühmte 50k-Meldung später beim Verkaufen. Aber sonst generell könnt ihr jedes Auto duplizieren. Also rein theoretisch könntet ihr auch einen Supersportwagen duplizieren, das Duplikat natürlich behalten und das Originale verkaufen und so richtig Cash machen. Aber außerdem braucht ihr auch noch ein Fahrzeuglager inklusive den Spezialfahrzeugen. Also mindestens ein Spezialfahrzeug. Und wenn ihr die Variante macht, mit keinem eigenen iFood-Kennzeichen, braucht ihr noch einen Bunker inklusive MOC. Und im MOC braucht ihr im dritten Abteil natürlich ein Lager für persönliche Fahrzeuge. Und ihr braucht natürlich da drinnen auch noch einen normalen LG, den kostenlosen LG. Und außerdem braucht ihr noch generell für diesen Glitch in irgendeiner anderen Garage, die natürlich voll sein muss, einen normalen LG, den man an diesem Glitch wegschmeißen kann. Aber noch eine kleine Nebeninformation, Leute. Wenn ihr noch einen krassen Unlock-Oil braucht, Leute, dann geht in die Videobeschreibung, geht auf den Link und dann seid ihr auf der Online-Webseite, wo ihr euch den krassesten Unlock-Oil bestellen könnt, den ihr jemals gesehen habt. Und außerdem würde ich mich übelst freuen, wenn ihr für dieses fette Video einen fetten Like geben könntet, da dieser Minecraft wirklich mega krass ist. Aber ich würde mal sagen, fangen wir mal mit dem Glitch an. Als erstes seid ihr natürlich in irgendeiner Sitzung drin. In meinem Fall bin ich in einer Freundessitzung, da bin ich ungestört und keiner kann mich stören. Als erstes geht ihr ins Bürogebäude, denn der erste Teil dieses Glitches ist wirklich ein bisschen schwierig, denn ihr müsst in einen Glitch-Modus kommen. Aber Leute, seid jetzt nicht direkt demotiviert, weil es ein bisschen schwierig ist. Seid ihr einmal in diesem Modus, könnt ihr durchgehend glitchen, Leute. Ja, wirklich, wir können dann wirklich durchgehend glitchen. Aber wie kommen wir denn in diesen Scheiß-Modus? Ich nenne es einfach mal Scheiß-Modus. Seid ihr im Bürogebäude, dann geht aufs Handy, geht auf schneller Job, geht dann auf Weltuntergangs, Raubüberfall, geht auf alleine und bestätigt die Meldung, dass ihr sicher seid. So, jetzt Leute, müsst ihr wirklich schnell sein. Wenn unten jetzt irgendwie steht 2 von 4, 3 von 4, drückt ihr sofort die Optionstaste, drückt dann dreimal die linke L1-Taste, also dreimal die L1-Taste, und dann seid ihr bei diesem Rockstar-Kaufmenü. Dann müsst ihr aber X drücken, mit in dieses Menü reingeht, mit es öffnen könnt. Das ist ja diese Shark-Cards-Verkaufsplattform, sag ich jetzt mal. So, deswegen müsst ihr wirklich schnell sein, denn bei mir persönlich hat es ein paar Mal nicht funktioniert, da ich direkt reingezogen wurde. Aber wenn jetzt bei euch zum Beispiel jetzt nichts läuft, ne, und unten die Sekunden laufen, höher, gehen höher, 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 so ab 15 Sekunden könnt ihr einfach nochmal neu starten, weil es dann nicht funktioniert hat. So, ich zeige euch einfach mal den Versuch, der bei mir funktioniert hat, damit ihr versteht, was ich meine. Ist ein bisschen schwierig zu erklären. Also, ich öffne jetzt mein Handy, gehe auf schneller Job, gehe auf Weltuntergangs, Raubüberfall, gehe auf alleine, bist du sicher? Ja, jetzt warte ich, warte ich, warte ich und zack, da sind 3 von 4. Gehe sofort auf Optionstaste, dreimal die linke L1-Taste und zack, gehe auf X, um das zu öffnen. Und jetzt seid ihr in diesem Kaufmenü. Seid ihr in diesem Kaufmenü, wartet jetzt einfach 10 Sekunden. Sind dann diese 10 Sekunden abgelaufen, schließt ihr das Menü einfach wieder. Und woran merkt ihr jetzt, dass ihr in diesem scheiß Glitch-Modus seid? Ganz einfach, ihr öffnet jetzt das Interaktionsmenü und guckt, ob der Stil ausgegraut ist. Das bedeutet, dass ihr den Stil nicht öffnen könnt. Ist dies bei euch der Fall, dass ihr das nicht öffnen könnt, so wie bei mir, habt ihr alles richtig gemacht und ihr seid in den verdammten Glitch-Modus. Und jetzt, Leute, ist dieser Glitch wirklich mega einfach. Ihr geht jetzt einfach zu eurer Sekretärin oder Sekretärin, tja, wie auch immer es für männlich heißt, und bestellt euch einfach ein Wasser-Tili. Oder sonst irgendein Heli. Ist völlig egal, Hauptsache ein Helikopter. Und fliegt damit jetzt zum Fahrzeuglager, wo die Spezialfahrzeuge drin sind. Seid ihr dort angekommen, geht ihr hinein. Seid ihr drinnen angekommen, geht natürlich jetzt zu den Spezialfahrzeugen. Seid ihr mal Spezialfahrzeugen, wählt ihr euch irgendeinen aus. Ich nehme jetzt einfach mal den Ruiner und fahrt damit nach draußen. Wenn ihr draußen spawnt, wird das Fahrzeug ziemlich sofort wegspawnen. Und ihr seid nur noch zu Fuß draußen.
Wenn das passiert, Leute, habt ihr alles richtig gemacht. Und jetzt steigt ihr einfach wieder in den Wassertili und fliegt zurück zum Bürogebäude. Seid ihr im Bürogebäude drin, geht ihr zur Firmengarage, wo euer Fahrzeug steht, was ihr euch duplizieren wollt. Seid ihr in der Garage drin und seid beim Fahrzeug, was ihr euch duplizieren wollt, mein Tipp, nehmt den LG Retro Custom, steigt hier ein und drückt die rechte Pfeiltaste, um in die hauseigene Tuning-Werkstatt zu gelangen. Seid ihr in der Tuning-Werkstatt drin, geht ihr auf Nummernschild, dann nochmal Nummernschild und ändert einfach ein Nummernschild. Also eventuell einfach anderes Nummernschild an sich oder eine andere Farbe. Hauptsache etwas ändern. Habt ihr das gemacht, drückt ihr nochmal Kreis und dann geht ihr auf Fahrzeug verlassen. Ich steig dann einfach hinaus. Und jetzt, Leute, müsst ihr einfach nur einmal die rechte Pfeiltaste drücken oder ihr könnt es auch mehrmals machen, ist eigentlich generell egal. Hauptsache ihr drückt einmal oder mindestens einmal die rechte Pfeiltaste. Habt ihr das gemacht, steigt jetzt einfach wieder ein. Ihr werdet jetzt oben wieder die Meldung bekommen, dass ihr mit der rechten Pfeiltaste in die Tuning-Werkstatt rein könnt. Ihr drückt jetzt die rechte Pfeiltaste, aber ihr kommt nicht in die Tuning-Werkstatt rein. Nein, ihr fahrt wieder zurück zur Firmengarage. Und jetzt, Leute, wird es richtig laggy, denn auf einmal sind zwei Fahrzeuge da. Wie krass ist das denn? Und was müsst ihr jetzt tun? Ihr steigt aus, geht zum Aufzug und geht wieder hoch zum Büro. Seid im Büro angekommen, drückt ihr die Optionstaste und drückt einmal X, um auf die Karte zu gehen. So, jetzt habt ihr nur die Ansicht vom Büro. Ihr müsst jetzt einmal Select drücken, beziehungsweise Touchpad drücken, um einmal die ganze Karte zu sehen. Normalerweise müsstet ihr jetzt draußen ein Fahrzeugsymbol sehen, vor eurem Bürogebäude. Aber irgendwie war es bei mir nicht so. Aber Leute, vertraut mir, das Fahrzeug ist da. Bei mir war es echt nicht, ich war schon fast am Verzweifeln, aber es stimmt, Leute, es ist da. Aber diesen Schritt müsst ihr unbedingt machen. Wenn ihr diesen Schritt nicht macht, ist der Glitch hinüber. Fragt mich warum, ist einfach so, akzeptiert es, macht es auf jeden Fall. Gut, seid ihr dann einmal so gesehen auf der Karte gewesen, hat einmal rangezoomt, geht dann wieder raus aus der Karte und geht generell raus aus dem Gebäude. Seid ihr draußen angekommen, boom, steht auf einmal ein Fahrzeug da, nämlich der LG Retro Custom. Aber das Duplikat, Leute. Was müsst ihr jetzt tun? Ihr steigt ein, fahrt zur anderen Garage, die natürlich voll sein muss und mindestens ein normalen LG hat und tauscht natürlich den Platz mit dem normalen LG um. Und der Glitch ist generell schon zu Ende. Ja, das Fahrzeug ist danach dupliziert und zwar erfolgreich dupliziert und abgespeichert. Ihr könnt es einfach direkt verkaufen. Das war jetzt natürlich die Methode mit eigenem Nummernschild, mit iFood-Kennzeichen. Ich zeige es natürlich auch per Handy, dass ich jetzt nicht gelogen habe. So, ne, einmal ist das Fahrzeug jetzt hier in dieser Garage drin und einmal in meiner dritten Firmengarage und bumm, ihr seht es, zwei Fahrzeuge. Gut, aber wie funktioniert das Ganze denn ohne iFood-Kennzeichen? Das ist jetzt auch die Frage, ne? Manche Leute haben ja kein eigenes Kennzeichen und können die meisten Glitches gar nicht mehr machen. Ja, ist echt scheiße, aber Leute, diesen Glitch könnt ihr sogar machen. Mit einem kleinen Zusatz, denn diesmal braucht ihr das MOC dazu. Natürlich müssen die Glitches wieder, so gesehen, von vorne machen. Aber Leute, ich habe ja gesagt, wir können ja in diesem Modus generell immer weiter glitchen. Das bedeutet, wir gehen jetzt einfach wieder zum Teil, wo wir zum Fahrzeuglager hinfahren. Zum Spezialfahrzeug. Nämlich an diesen Schritt setzen wir wieder an. Das bedeutet, ich fahre jetzt wieder zum Fahrzeuglager, wo meine Spezialfahrzeuge drin sind. Sind wir dann angekommen und sind jetzt beim Spezialfahrzeug, steigen wir ein und fahren hinaus. Sind wir draußen angekommen, wird das Fahrzeug sofort despawnen. Wenn das geschieht, habt ihr alles richtig gemacht. Was müsst ihr jetzt tun? Ihr fahrt jetzt einfach wieder zurück zum Bürogebäude. Seid ihr im Bürogebäude angekommen, geht ihr wieder in die Firmengarage, wo das Fahrzeug steht, was ihr duplizieren wollt. Seid ihr in der Firmengarage und steht am Fahrzeug, steigt ihr ein und drückt die rechte Pfeiltaste, um in die hauseigene Tuning-Werkstatt zu gelangen. Seid ihr in der Tuning-Werkstatt angekommen, tauscht ihr einfach irgendein Nummernschild aus. Habt ihr ein Nummernschild gewechselt, drückt ihr dreimal Kreis und geht auf Fahrzeug verlassen, so dass ihr nur aus dem Fahrzeug aussteigt. Seid ihr draußen angekommen, drückt ihr 1 oder 2 oder auf jeden Fall ein paar Mal die rechte Pfeiltaste mindestens. Wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr einfach wieder einsteigen. Oben links wird dann wieder die Meldung kommen, dass ihr mit der rechten Pfeiltaste wieder in die Tuning-Werkstatt reingehen könnt. Ihr drückt dann jetzt die rechte Pfeiltaste, aber Leute, ihr werdet nicht in die Tuning-Werkstatt reingehen. Nein, ihr fahrt wieder zurück zur Firmengarage, warum auch immer. Seid ihr dann in der Firmengarage angekommen, ja, ihr wisst es ja schon, Leute, steigen wir aus und gehen wieder ins Büro zurück. Sind im Büro angekommen, drücken wir die Optionstaste, drücken einmal X, um auf die Karte zu gehen, aber wir sehen ja nur unser Büro. Deswegen drücken wir einmal Select, das bedeutet die Touchpad-Taste und jetzt sehen wir die ganze Karte. Normalerweise müsste jetzt natürlich wieder bei euch ein Fahrzeug draußen stehen, also ein Fahrzeugsymbol draußen sein, aber bei mir, warum auch immer, ist es nicht so. Deswegen, Leute, wenn ihr das einmal gemacht habt, könnt ihr wieder die Karte schließen und geht aus der Immobilie heraus. So, jetzt kommt der feine Unterschied, Leute. Denn
ihr müsst jetzt, ihr dürft das Fahrzeug jetzt nicht anschauen oder sonst irgendwas, ihr bleibt jetzt einfach in meinem Fall so einfach stehen. Ihr geht ins Interaktionsmenü und bestellt die mobile Kommandozentrale zu euch. Wurde die mobile Kommandozentrale zu euch bestellt, geht ihr zum Fahrzeug, steigt ein und fahrt zum MOC. Natürlich muss das MOC natürlich auch mit einem normalen LG voll sein. Ansonsten funktioniert der Glitch nicht. Ihr müsst auf jeden Fall austauschen. Und seid ihr beim MOC angekommen, drückt jetzt die rechte Pfeiltaste. Natürlich wird jetzt die Meldung kommen, dass das voll ist, aber ihr akzeptiert. Seid ihr im MOC drinne, wird sich das Nummernschild bei euch noch nicht geändert haben. Aber Leute, wenn wir jetzt rausfahren, dann wird sich das Nummernschild geändert haben. Und bumm, ihr seht es, auf einmal ist es so eine Zahlenkombination. 25, bla 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 bla, was auch immer. Gut, aber es ist noch nicht abgespeichert. Was müsst ihr jetzt noch tun? Ihr müsst einfach wieder kurz ins MOC hineinfahren. Und seid ihr drin angekommen, könnt ihr natürlich wieder einsteigen und könnt rausfahren. Und jetzt, Leute, könnt ihr das Fahrzeug ohne Probleme im LS Customs verkaufen. Wie geil ist das denn, Leute? Und ich hab's ja gesagt, in dieser Variante braucht ihr kein persönliches Nummernschild, kein iFood-Kennzeichen und kriegt pro Auto $966.000, also in meinem Fall eine knappe Million Dollar für einen Aufwand pro Auto ungefähr 5 Minuten, wenn ihr diesen Modus seid. Und das ist wirklich mega heftig, Leute. Nutzt diesen Money Glitch auf jeden Fall aus. Und weil dieser Money Glitch wirklich so krass ist, würde ich mich übelst freuen, wenn ihr für diesen krassen Glitch einen fetten Like fürs Video da lassen könntet. Und für die Leute, die mich noch überhaupt gar nicht kennen, könnt ihr mich natürlich auch kostenlos abonnieren, damit sie keine krassen Glitches wie dieses hier verpassen. Aber ich bin mal raus, Leute. Euer Wombat. Ciao.